Ja, der Kaiser residiert im Palmenhaus. Zu einem echten Kaiser kommst du schneller vor. Der Windes. Ja, die Bayern. Da wollen manche einen König. Wir hätten einen Kaiser für sie übrig. Der war das schon dort. Guten Morgen. Schon lange keinen Kriminalbeamten gesehen in meinem Reich. Sie sind der Chauffeur, ja? Major. Recht haben Sie. Ich würde es auch verstecken. Entschuldigen Sie bitte, dass ich nicht aufstehe. Ich bin nicht ganz gesund und außerdem nicht mehr der Jüngste. Ihre Krankengeschichte interessiert niemand. Eines sage ich Ihnen gleich. Ich war's nicht. Was? Was, was? Was immer. Sie handeln doch mit allem, was anfällt. Das ist der Zweck dieser Firma. Will die Polizei etwas kaufen? Bin bereit. Ich habe überhaupt keine Vorurteile. Pass auf, Opa. Du stößt jetzt dein Grotenbahnverhalten ein und die Lauscher auf. Du hast doch englische Waffen besorgen lassen von dem Benz oder Jocostra oder vielleicht hat er noch einen anderen Namen. Den Benz kenne ich nur aus der Zeitung. Wozu der Aufwand? Waffen kriegt man doch viel unkomplizierter. Aber nicht, wenn man sicher sein will, dass sie nicht registriert sind. Sie sind doch so ein Sicherheitsapostel. Sonst könnten sie ja nicht mehr da sitzen. Als Buddha. Ihr junger Mann wird noch viel lernen müssen. Ich bin als friedliebend bekannt. Warum haben Sie dann den Waffenhändler umgebracht? Oder umbringen lassen? Mit Pfeil und Bogen? Bin ich ein Polizist? Wer war's? Der grüne Bogenschütze, ein eifriger Trainierer für die Olympiade aus Versehen? Amor! Gebildet ist er auch noch. Schauen Sie, ich bin ein alter Mann. Der Doktor hat mir verboten, das Bett zu verlassen. Die triefen ja direkt vor Aufrichtigkeit. Schön, dass Ihnen das auffällt. Sie sind doch ein ganz netter junger Mann. Mach mal nicht wahnsinnig. Aber was ist, willst du schon mal Konkurrenz machen? Sie wollen schon gehen? Deine Uhr läuft auch noch einmal. Sicher. Irgendwann. Im Bett. Aber auf einen harten. Kaiserschmoren!